Organisation, ein Jugendsymposium mit 50 Schülerinnen und Schülern vor Ort in der Documenta-Halle zu beginnen, wo alle schweigend dasitzen und warten, dass die YouTube-Übertragung freigeschaltet wird. Seien Sie also in zugeschalteter Form oder hier vor Ort alle sehr herzlich begrüßt. Ich möchte jetzt direkt in das Thema einsteigen und im Laufe meines Eröffnungsvortrages sowohl die Referentinnen und Referenten vorstellen, als auch den Rahmen des Jugendsymposions erläutern. Und damit steigen wir jetzt direkt in das Thema ein, Resonanzfiguren als Erkenntnisfiguren. Kassel ist übrigens ein aufregendes Pflaster. Und Sie sehen hier auf dem Foto zum einen die Documenta-Halle und Sie sehen links neben der Documenta-Halle gewissermaßen das rechte Ende des Opernhauses. Und die Plantane, die Sie dort noch ganz entlaubt sehen, ist jetzt wunderbar grün gerade in Kassel. Und wir haben hier im Staatstheater gerade einen Intendantenwechsel. Die Intendanz von Thomas Bockelmann endet jetzt mit dieser Spielzeit und Florian Lutz beginnt seine Intendanz mit der nächsten Spielzeit. Und er beginnt sie als ein Intendant, der mit den ganzen offenen Situationen der Corona-Pandemie jetzt künstlerisch auch umgehen muss. Und sein Bühnenbildner mit Namen Sebastian Hanak hat sich einfallen lassen, dass er in der nächsten Spielzeit in den beiden Seitenbühnen und der Hinterbühne des Opernhauses ein großes Logentheater einbaut. Logentheater heißt, dass Sie wie kleine Logen, kleine Zimmer nebeneinander haben im Theater, sodass man eben mit entsprechenden Gruppierungen schön räumlich getrennt in die Oper gehen kann. Und gleichzeitig wirkt das ganze traditionelle Setting des Opernhauses wie ein Amphitheater. Es begegnen sich also ein Logentheater und ein Amphitheater im Opernhaus in der nächsten Spielzeit im ersten halben Jahr. Und in der Mitte von diesem ganzen Logen wie Amphitheater wird das Orchester sitzen, werden die Sängerinnen und Sänger auftreten. Und wir sind schon sehr gespannt, wie da der Raum zu Form wird. Und wir sind auch gespannt, wie es dann sein wird, dass die ganzen Menschen gewissermaßen 360 Grad diesen ganzen Bühnenraum umrunden und dann dabei sind, wenn auf der Bühne die Geister des Theaters auftreten. Die Geister des Theaters sind die Dämonen in Anführungsstrichen und ganz heißt eben Pan und entsprechend wird das Ganze Pandemonium genannt. Wir werden ein Pandemonium haben und dürfen alle dabei sein, wenn die Geister des Theaters die Bühnenbretter der zur Welt werden lassen und sich Kunst so ereignen darf, dass die Welt gleichzeitig präsent ist. Und um diese Frage wird es jetzt immer wieder gehen. Wie sind wir mit dem, was sich in der Welt ereignet, in Resonanz? Und wie können diese Resonanzfiguren mit der Welt zugleich Erkenntnisfiguren werden? Hier ist jetzt die Documenta-Halle noch einmal markiert. Jetzt nehmen wir mal den ganzen Umraum und das Staatstheater weg. Und ich gehe jetzt stärker auf die Documenta-Halle ein, wie sie momentan gerade weltweit vernetzt ist, von San Francisco bis Peking. Und man sieht daran auch, wie unsere Institution eben auch weltweit vernetzt ist. Und wenn wir die Documenta-Halle verlassen haben werden nach diesem Symposium, wird sie für eine kurze Zeit ein Bühnenraum werden oder ein Probenraum werden. Und dann kündigt sich nächstes Jahr eine große Kunstausstellung an, die alle 5 Jahre in Kassel stattfindet. Und als Kasseler muss ich natürlich sagen, es ist eine Weltkunstausstellung. Dort wird sich aus Indonesien
ein Künstlerkollektiv aufmachen. Und dieses Künstlerkollektiv, was sich aus Indonesien aufmacht, wurde 2000 in Jakarta gegründet und nennt sich Ruang Rupa. Und Ruang Rupa heißt Raum und Form. Und ich habe vorhin schon gesagt, das Pandemonium macht den Raum zu Form. Und wir werden uns auch hier wieder mit der Frage, wie der Raum zu Form werden kann, auseinandersetzen oder umgekehrt gedacht, wie die Form den Raum ergreifen kann. Um beide Richtungen wird es gehen. Und in der Ankündigung für die nächste Spielzeit hat die Geschäftsführerin der Documenta geschrieben, das Theater mit dem Pandemonium und Ruang Rupa, die sich jetzt aufmachen in die Documenta-Halle, gehen aus gleicher Haltung auf die Kunst zu. Und ich würde gerne nicht unbescheiden ergänzen, dass wir uns mit diesem Symposium auch in diese Haltung einreihen möchten und in dialogischer Weise schauen wollen, wie der Raum zu Form werden kann oder die Form den Raum ergreift. Ich habe bis jetzt zwei Orte dargestellt, als ich gesagt habe, Kassel ist ein aufregendes Pflaster. Jetzt möchte ich zwei Menschen darstellen aus Kassel. Und wir haben in Kassel eine inzwischen ältere Dame, Ines de Flor Johansen, die lange an der Uni Professorin war für Fremdsprachenforschung. Und Frau de Flor Johansen wurde 1943 mit stark eingeschränktem Sehvermögen faktisch blind geboren. Sie wurde in Wiesbaden geboren, in einer Familie mit französischen und italienischen Wurzeln, hatte eine glückliche Kindheit und hatte zum Beispiel einen Klassenkameraden, der ihr den Hüftschwung von Elvis beigebracht hat. Und es war wirklich wichtig in dieser Zeit, dass man den Hüftschwung von Elvis kann. Und wenn Sie den eben nicht sehen können, dann müssen Sie sich auf die Musik einlassen und müssen Ihren Hüftschwung gewissermaßen mit Assistenz Schritt für Schritt lernen. Sie wurde im Alter von 48 Jahren operiert und hat dann Schritt für Schritt sehen gelernt. Und ich möchte nachher etwas berichten davon, was sie erlebt hat, wie im Sehen für sie in neuer Weise der Raum zu Form wurde. Darauf möchte ich etwas eingehen und zugleich Frau de Flor Johansen sehr herzlich begrüßen. Sie ist gekommen und wir haben auch vor diesem Vortrag ein Interview gehabt. Und Frau de Flor Johansen hat sowohl auf Deutsch als auch Englisch ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen, als sie sehen gelernt hat. Und darüber bin ich auf sie aufmerksam geworden und habe dann im persönlichen Gespräch erlebt, was sie da alles noch erfahren hat. So viel zu Frau de Flor Johansen als erste Persönlichkeit, die ich aus Kassel vorstellen möchte. Und zum anderen möchte ich gerne Kilian Singer vorstellen. Kilian Singer ist Professor für Experimentalphysik und er ist jetzt gerade nur online dabei. Und Kilian Singer ist ein wahnsinnig guter Programmierer. Und da möchte ich Ihnen nachher auch noch was erzählen. Und Sie sehen jetzt hier seinen Mitarbeiter Sam Dawkins, wie er gerade an etwas arbeitet, was die nächste Generation von Videokonferenzen sein wird. Und wir haben hier in Kassel eine Forschung, wo derzeit die nächste Generation von Videokonferenzen vorbereitet wird. Und diese Forschung wird jetzt in Kürze in einem Start-up münden. Und ich möchte gewissermaßen einmal bei Frau de Flor Johansen auf Sehen lernen eingehen und bei Kilian Singer auf Sehen anwenden. Und wir werden gewissermaßen an dieser Gegenüberstellung das ein oder andere uns anschauen. Und damit bin ich auch schon
mit dem, was ich angekündigt habe, über Kassel als aufregendes Pflaster zu sagen, in einer kleinen Einleitung durch. Und ich möchte also jetzt stärker im Thema meines Vortrags einsteigen, Resonanzfiguren als Erkenntnisfiguren. Und die Frage, die mich leitet, ist, wie können Resonanzfiguren des verkörperten Selbst Erkenntnisfiguren des weltverbundenen Selbst werden? Und da merken Sie schon, da ist ziemlich viel an Gedanken eingewoben. Da ist zum Beispiel eingewoben, dass ich, wenn ich verkörpert bin, gewissermaßen ein Tor habe, um mit der Welt in Resonanz zu sein. Und damit ist aber auch eingewoben, dass ich, wenn ich mit Erkenntnis mich der Welt gegenüberstelle, die Frage, ob das Ganze weltverbunden ist oder nicht weltverbunden ist, ziemlich elementar auftaucht. Und mir geht es darum, Linien aufzusuchen, dass die Erkenntnisbildung mit den Resonanzerfahrungen eines verkörperten Selbst zusammenklingen kann. Darum geht es mir, und damit sind wir mitten in der Bildung, wie kann Erkenntnis und Erfahrung verbunden werden, sodass ich mich nicht von der Welt entfremde, sondern mich dialogisch auf die Welt einlassen lerne. Und ich werde auch an der einen oder anderen Stelle natürlich darauf eingehen wollen, was wir dadurch die Pandemie nochmal an neuen Einsichten bilden konnten. Nun zu Frau de Flor Johansen. Frau de Flor Johansen beschreibt in ihrem Buch, als sie frisch operiert war und nun optisch intakte Augen hatten und im Wartezimmer saß, wie sie zunächst einmal die ganzen Stühle dieses Wartezimmers überhaupt nicht einordnen konnte. Sie konnte schon merken, da ist was, aber was da ist, war völlig offen. Und dann beschreibt sie, wie sie immer angefangen hat, den Stuhl anzufassen. Und wenn sie ihn angefasst hat und sich so ein bisschen bewegt hat an den Stuhlkanten entlang, dann hat sie gewissermaßen davon etwas erfahren, was überhaupt mit dem Gesichtsfeld, das auch irgendwie mit dem Stuhl verbunden ist, los ist. Was in ihrem Gesichtsfeld los ist, und konnte sie überhaupt nur anfangen zu verstehen, indem sie die Dinge angefasst hat, bewegt hat und mitgekriegt hat, aha, so ist das. Und sie hat mir dann in einem Telefongespräch erzählt, ja, ich habe 2 Stunden geübt. Ich habe 2 Stunden täglich geübt, um überhaupt diese Stühle, dieses Wartezimmer sehen zu lernen. Und es dauerte eine ganz schöne Zeit, bis sie überhaupt sagen konnte, hier steht dieser Stuhl. Und da ich selber ihr Buch mit einem gewissen philosophischen Vorbildung gelesen habe, habe ich dann in dem Gespräch auf eine Frage gewissermaßen zugespitzt. Und ich habe sie einfach gefragt, sagen Sie mal, seit wann können Sie sehr sicher sagen, dieser Stuhl oder dieses Ding steht so dort? Für einen Philosophen heißt es die Intentionalität im Sehen. Wie kann ich gewissermaßen im Sehen die Dinge als etwas sehen? Ich habe sie das also gefragt und dann sagt sie, streng gesprochen lernt man das nie vollständig. Man lernt nie mehr vollständig, dass man sagen kann, dieses Ding ist so dort. Und sie beschreibt dann, sie hat mir am Telefon gesagt, sie hat einen 12 bis 15 Meter langen Gang, der von ihrem Arbeitszimmer zur Haustür geht. Und wenn jemand an der Haustür klingelt, ein Paketbote zum Beispiel, und es schnell, schnell gehen soll, dann macht sie die Augen zu. Und dann geht sie einfach zack den Gang ganz schnell runter, und sie hat uns gerade vorhin, als sie kam, gesagt, und dann hört sie vor allem, wie sie in dem Gang gerade unterwegs ist. Für sie ist also der Raum als Form auch insbesondere ein Hörereignis, und der erkenntnisartige Zugriff, den sie gelernt haben als Kind, dass sie gewissermaßen immer wieder auf irgendwelche Stühle zugerobbt sind. Und wenn sie auf diese Stühle zugerobbt sind, dann wurde der Stuhl in ihrem Gesichtsfeld größer. Dann konnten sie den anfassen. Dann war der glatt
Und das hat mit ihrem Gesichtsfeld gleichzeitig in irgendeiner Form zusammengepasst. Dann haben sie irgendwann angefangen, sich mit Spielkameraden um diesen Stuhl zu streiten. Das heißt, dass sie haben Bewegungen gemacht, an denen sie was vom Stuhl erfahren haben. Die andere Persönlichkeit, mit der sie im Disput waren, auch. Und jetzt ging das hin und her. Das Gesichtsfeld hat sich verändert. Und aus all diesen Erfahrungen heraus konnten sie irgendwann sagen, dieses Ding ist dort. Sie konnten ganz sicher mit 9 Monaten auf Dinge zeigen und schauen, ob andere die auch sehen. Ihre gesehene Welt wurde gleichzeitig auch eine gesehene Welt für andere. Und wenn Sie jetzt auf irgendetwas schauen, dann haben Sie gewissermaßen eine ganze Fülle von Erfahrungen, die Frau de Flo Johansen sehr mühsam lernen musste, die sofort mitschwingt und Ihnen klar ist, okay, ich bin vielleicht 5 Meter weg und das Ding sieht so aus. Das ist eine lange Geschichte. Das ist eine Geschichte von Begegnungen. Und damit wird eben der Punkt, dass Sie Dinge dort sehen, zu etwas, wo Sie sagen können, okay, ich bin hier, da schwingt mit, ich habe andere erlebt und dort ist etwas. Und Sie können direkt dinghaft sagen, da gibt's was. Und so etwas nennt man eine verkörperte Erkenntnis. Sie bringen Ihre ganzen Bewegungserfahrungen, Sie bringen Ihre ganzen Veränderungen im Gesichtsfeld in einer Erkenntnis zusammen, nämlich der Erkenntnis, dieses Ding dort. Die Intentionalität unseres Sehens oder philosophischer gesprochen die intentionale Auffassung unserer Welt ist etwas, was gar nicht ohne eine Fülle von Erfahrungen möglich wäre, die wir dinghaft zusammenfassen. Und das läuft heute unter einer sehr aktuellen Forschungsrichtung, Embodied Cognition in Englisch, verkörperte Erkenntnis, eben auf Deutsch. Und ich als Person stehe in sehr elementaren Erkenntnissen drinnen. Das ist eine nicht rein logisch verhandelte Erkenntnis, sondern es ist gewissermaßen eine Erkenntnis, in der wir verstandesmäßig aufwachen, indem wir erfahrend in der Welt stehen. Und um diesen Punkt geht's. Und damit kann ich das, was ich Ihnen gerade über Frau de Flo Johansen geschildert habe, zum einen so zusammenfassen, dass unsere unmittelbare leibliche Präsenz, die ungemein viel eben verbinden kann, den Raum zur Form macht. Da sind unendlich Erfahrungsgeschichten drinnen. Unser leibliches Dasein sind Begegnungsgeschichten, die wir in eine Gegenwart stellen. Das wird dann in der Anthropologie, in der Lehre vom Menschsein, implizites Gedächtnis genannt. Ich nenne es jetzt hier nur Begegnungsgeschichten. Wir stellen eine Fülle von Begegnungsgeschichten in unsere Gegenwart, wenn wir uns eben so in die Welt stellen, wie ich es gerade geschildert habe. Und Frau de Flo Johansen hat mir dann noch gesagt in einem weiteren Gespräch, dass sie überhaupt nicht Gesichter gut erkennen kann. Wenn wir uns jetzt sehen, wird sie in meinem Fall mitkriegen, da gibt es jemanden mit einer hohen Stirn. Sie nickt gerade. Ich merke, mein Fremdbild und ihre Perspektive stimmen überein. Sie merkt, da gibt es jemanden mit einer hohen Stirne, der so spricht, wie halt der Sommer spricht. Und damit wird die Sprache das, wo sie etwas erfährt über Menschen. Und dann kommt noch die hohe Stirn oder die markante Nase oder der schöne Mund dazu, was auch immer. Und dieses Motiv, dass die Gesichtswahrnehmung jetzt ein nächster Punkt ist, ist das, was wir in dem Vortrag von Thomas Fuchs als weiteren Aspekt dazu bekommen werden. Thomas Fuchs wird das, was ich gerade Ihnen geschildert habe zum Sehen, unter einer stärker anthropologischen Perspektive untersuchen. Anthropologisch einfach, was heißt das für das Menschsein? Und er sagt, der leibliche Raum, wo ich jetzt sagen kann, dieses Ding dort
und andere können das auch sagen, ist immer ein Raum, der auch ein Raum für andere ist. Und das heißt interpersonal. Die Welt für mich, der Raum für mich, ist auch ein Raum für andere. Und mein leiblicher Raum, in dem ich unmittelbar bin, ist auch ein Raum für andere. Das heißt aber auch, dass der Raum, in dem ich bin und der ein Raum für andere ist, in meiner Wahrnehmung immer wie mitschwingt oder resoniert. Indem ich in diesem Raum bin, klingen die anderen schon immer leicht mit, weil zu mir ja und meinen Begegnungsgeschichten dazugehört. Das habe ich immer wieder erfahren. Das ist ein spannender Punkt. Ich bin hier nicht allein, sondern indem ich hier bin, schwingen die anderen schon mit. Und das wird eben in besonders klarer Weise deutlich, wenn ich im Gesicht mitkriege, diese anderen haben einen Ausdruck. Und es wird jetzt plötzlich der Leib in ganz unverstellter Weise zum Ausdruck. Warum unverstellt? Weil ich ja mich im Gesicht nicht direkt von außen sehe. Da bin ich nur, da sehe ich mich nicht von außen. Da kann ich quasi nicht so leicht immer die Fremdperspektive mitnehmen. Im Gesicht bin ich in einer Situation, dass ich viel stärker ausgesetzt bin. Und erst wenn mich die anderen anschauen und an dem Ausdruck, merke ich etwas auch von mir. Und als Schüler in jedem Schulsystem weltweit weiß man, es gibt Lehrkräfte, die können einen so anschauen, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, wie so ein Ding mit dem objektivierenden Blick. Und es gibt Lehrkräfte, die einen raumgebend anschauen, wo man einfach da sein darf. Der Blick macht etwas mit einem. Und dann gibt es Lehrer, die überleben wollen in gewissen Klassenstufen und die wissen auch, dass der strenge Blick wirkt. Also das alles gehört mit dazu. Im Blick werde ich unmittelbarer Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist dort besonders authentisch, weil ich keine direkte Außenperspektive auf mich habe. Und damit formuliert Thomas Fuchs, sehen und gesehen werden gehören zum interpersonalen Raum. Und ich gehe jetzt gewissermaßen von Frau de Flor Johansen zu Thomas Fuchs über, der dann morgen früh hier den Vortrag halten wird und mit dem leiblichen und interpersonalen Raum den Aspekt, den ich gerade aufgerissen habe, in eine ganz grundlegende anthropologische Perspektive stellt. Und damit bin ich jetzt auch in einer ersten Hinführung zu Thomas Fuchs wie an einer kleinen Zäsur angekommen und würde gewissermaßen Ruang Rupa, die dann auf die Documenta zugehen, sagen, wenn die große Frage ist, wie der Raum zu Form wird, dann wäre jetzt unser Zuruf an Ruang Rupa aus der Documenta-Halle, dass unsere direkte, unmittelbare leibliche Präsenz in jeder Sekunde den Raum zu Form macht. Und in unserer leiblichen Präsenz sind die anderen schon mit dabei. Da spüre ich die Fremdperspektive immer mit. Unsere leibliche Präsenz, wie sie den Raum zuvor macht, hat etwas zutiefst Verbindendes. Und wie können wir als Menschen partizipativ auf der Erde sein, ist deren große Frage. Sie bezeichnen das mit Lumbung, mit einer Reisscheune, die von den Menschen geteilt wird und wo gewissermaßen die Nahrungsgrundlage unseres Lebens zusammengeführt wird. Gut, so viel in einem ersten Schritt in der Hinführung zur Anthropologie. Und jetzt steigen wir gewissermaßen mal direkt in das Klein-Klein der Anthropologie ein. Und dazu gehört eben, dass ich, wenn ich unmittelbar leiblich bin, dass ich immer mich direkt als das Zentrum meiner Welt erlebe. Aber wenn ich jetzt anfange, mich so anzufassen, merke ich auch, dass ich gegenständlich bin. Und da hat es das Englische echt nicht gut. Die haben nämlich nicht zwei verschiedene Worte dafür. Wenn ich unmittelbar leiblich bin, sagt man im Englisch the body I am. Und wenn ich mich gegenständlich auffasse, dann sagt man the body
I have. Sein und haben, und im Deutschen hat sich eingebürgert in der Fachsprache, dass ich Leib bin, wenn ich unmittelbar da bin und einen Körper habe. Leib heißt also unmittelbar sein, Körper heißt dinghaft sein. Und wenn ich jetzt eben anfange, als kleines Kind durch die Welt zu robben und dann irgendwie die Dinge dieser Welt feststelle, dann ist einmal der Stuhl das, was irgendwie ein bisschen träge ist, wenn ich es hin und her mache, und das spüre ich in mir. Und dann merke ich aber auch, dass der Stuhl dinghaft ist. Und an dieser Begegnung merke ich, dass wir Leib sind und Körper haben und dass zum Leibsein Unmittelbarkeit gehört und zum dinghaften sich auffassen eher eine objektivierende Einstellung. Und damit fange ich schon an, wenn ich als Baby merke, dass irgendetwas hart ist, wenn ich dagegen drücke, dass ich das Harte in mir selbst erfahre, als in mir selbst anwesend. In dem Moment habe ich einen Körper, der hart ist. Und in dem, dass ich mich bewege und da wie unmittelbar drin bin, bin ich Leib. Und damit ist der Leib etwas, wo ich unmittelbar dabei sein darf, wenn die Welt gegenständlich ist. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Zum Menschsein gehört das Leibsein als unmittelbarer Erfahrungsreichtum dazu, das eröffnet immer. Und gleichzeitig merke ich damit, die Welt ist gegenständlich und hart. Thomas Fuchs wird das morgen im Einzelnen ausführen. Ich mache jetzt hier eine Zäsur und lasse Thomas Fuchs weggehen im linken Bereich der PowerPoint. Und jetzt wechseln wir gewissermaßen die Perspektive hinein in die Bildung. Und jetzt werde ich mich vor allem auf einen Hochschullehrer in Berlin beziehen, Malte Brinkmann. Und ich werde ihn, das werden Sie, wenn ich das ein oder andere Zitat anführe, sofort merken, hier haben wir es mit jemandem zu tun, der erziehungswissenschaftlich und philosophisch geschult ist. Und zwar muss man sich jetzt ein paar Dinge klar machen. Schon wenn ich gegen eine Wand drücke als kleines Baby oder mit meinem Fuß die Decke am Wegstrampel, dann merke ich in meinem Leib, wie die Decke so ist. Und ich merke auch, dass die Decke eine gewisse Festigkeit hat und so weiter. Das heißt, ich merke am Besonderen meines Leibes das Allgemeine einer körperlichen Welt. In dem Sinne fange ich schon als Baby an, im Besonderen das Allgemeine zu erleben. Und zugespitzt mit den Worten des akademischen Lehrers von Malte Brinkmann: Wir sind zum Urteilen verurteilt. Warum? Urteilen heißt, ich verbinde etwas Besonderes mit einem Allgemeinen. Hier gibt es etwas ganz Spezielles, was in einer Allgemeinheit steht. Und damit sind wir von der Anfang unseres Lebens an zum Urteilen verurteilt. Und das ist ein spannender Punkt. Dieses Urteilen ist jetzt keine logische Verknüpfung, sondern das ist im Besonderen ein allgemeines Finden. Darum geht's, um diesen Punkt. Und Malte Brinkmann formuliert es dann so: Wir sind von Anfang an verkörperte Selbstbezüglichkeit. Wenn wir verkörpert sind, erleben wir, indem wir sind, immer schon das andere und ermerken an uns dann wieder, auch wie wir sind. Wir sind verkörperte Selbstbezüglichkeit und erst dadurch können wir die Welt logisch auffassen. Also Logik ist nicht etwas, was ich nur verhandeln kann in Operationen. Nein, es hat eine leiblich verkörperte Grundlage. Und dann kommt die steile These Malte Brinkmanns, und damit kann es nur geübt werden. Wir können Urteilen durchgängig üben und wir üben es von Geburt an. Wenn wir es also mit Bildung zu tun haben, dann können wir eine innere Bewegung, die im Urteilen liegt, von Anfang an wie üben
Und am Anfang ist sie rein leiblich-körperlich. Und sie wird dann zunehmend, indem wir in der Schule sind, indem wir uns anderen Bildungsprozessen eben aussetzen oder in sie eintauchen, immer mehr das Ganze in abstrakte Urteile überführen. Sie haben aber eine leibliche Grundlage. Und das ist ein sehr spannender Punkt. Und ich werde jetzt im Folgenden immer wieder, wenn ich dann von dieser Selbstbezüglichkeit rede, es um auch eine innere Bewegung nennen. In dieser inneren Bewegung erfahre ich gewissermaßen Andersartigkeit und kann mich durch diese Erfahrung der Andersartigkeit neu zur Welt stellen. Das ist eine Grundgeste, die im Lernen liegt. Und die große Perspektive, die wir eben kriegen durch diesen Blickwinkel, ist, dass wir mit unseren auch abstrakten Urteilen, mit unserem Erleben verbunden bleiben können, wenn wir auf die innere Bewegung achten, die schon im verkörperten Urteilen liegt. Da liegt die große Perspektive. Wir haben immer wieder eine innere Bewegung, die wir als seitdem wir Baby sind üben. Und diese innere Bewegung, die wir seitdem wir Baby sind üben, diese Bewegung ist etwas, was sich schrittchenweise transformiert und auch in schwierige Erkenntnisse überführt werden kann. Und diese auch schwierigen Erkenntnisse, in die ich das Ganze überführen kann, die haben aber eine Grundlage, die das ganze Leben durchklingt. Und auf die möchte ich jetzt noch weiter schauen. Ich formuliere das, was ich gerade gesagt habe, mit den Worten des Soziologen Hartmut Rosa. Hartmut Rosa sagt, das, was ich Ihnen gerade an Beispielen geschildert habe, wir sind von Anfang an wechselseitige Bezogenheit. Wechselseitige Bezogenheit heißt jetzt einfach, wir sind Welt und Person zugleich. Warum? Weil wir ja die Welt in uns selber leibhaftig erleben. Und weil das, was wir da erleben, wir gegenständlich auffassen können, dinghaft auffassen können. Wir sind von Anfang an wechselseitige Bezogenheit. Aus dieser wechselseitigen Bezogenheit geht hervor, dass wir schrittchenweise sagen können, ich hier und die Dinge dort. Warum? Weil die Dinge, die dort sind, auch Dinge für andere sind. Die haben nicht nur was mit mir zu tun, sondern auch für andere. Durch geteilte Aufmerksamkeit mit anderen wird die Welt gewissermaßen gegenständlich aufgefüllt und in der Sprache inventarisiert und. Da könnte man jetzt ganze philosophische Seminare zu machen. Und seine These ist bei Hartmut Rosa, aus dieser Bezogenheit heraus geht überhaupt erst, dass wir uns als Subjekt und Objekt auffassen, hervor. Wir können irgendwann nur sagen, ich fasse mich nur körperlich auf oder ich fasse mich nur leiblich auf. Ich fühle mich jetzt sauer in meinem Leib und die Blöden dort. Dann bin ich da, dann ist diese Klammer weg, aber dann bin ich nicht mehr in Verbindung. Und wenn ich diesen Schritt jetzt weitergehe, bleibe ich nur noch übrig bei dem Leib, den ich habe, the body I am, und der Leib, der ich bin, und der Körper, den ich habe. Subjekt und Objekt stehen wie getrennt gegenüber. Und jetzt möchte ich, nachdem ich auf Hartmut Rosa Bezug genommen habe, stärker einen Moment auf Schule eingehen. Und wir haben dieses Jugendsymposium mit Bildungsfragen so gelegt, dass ich gleichzeitig 100 Jahre Oberstufenunterricht an Waldorfschulen eben, wir ein Jubiläum haben, dass es sich zum 100, wir das 100-jährige Jubiläum eben haben. Und ich möchte jetzt gewissermaßen bezeichnen, wie ein Unterrichtsmodell des Epochenunterrichtes durch weitere Forschungen, die momentan aktuell sind, neue Anregungen bekommen. Ich mache jetzt also keinen Werbeblock,
sondern ich mache jetzt die verfolge die Frage, was kann man Neues lernen durch die Anthropologie, die ich gerade dargestellt habe? Es gibt in Waldorfschulen im Epochenunterricht, im Blockunterricht, der sich über 4 oder 3 Wochen erstreckt, eine gut ausgearbeitete Tradition. Das ist doch kurz ein ganz, ganz kleiner Werbeblock. Und zwar gibt es dort eine große Erfahrung, wie man direkt in der ersten Personperspektive mit unmittelbarem Erleben einen Themenkomplex aufschließen kann und dann gewissermaßen wie Abstand nimmt, draufschaut und schaut, was bedeutet das. Das heißt in Pädagogensprache ein Perspektivenwechsel. Und mit der tiefen Struktur des Unterrichts meint man, dass es grundlegende Elemente im Unterricht sind, die verschieden sind. Und charakteristisch für Waldorfschulen ist eine Tiefenstruktur im Epochenunterricht, wo etwas als starkes Erlebnis in der ersten Personperspektive aufgeschlossen wird, dass man dabei ist und dann von außen drauf schaut. Und dieser Perspektivenwechsel durchzieht den Epochenunterricht. Dafür müssen Sie gute Beispiele finden und es gibt ein hohes Erfahrungswissen darüber, welche Beispiele sich eignen. Und die sind auch erkenntnistheoretisch zum Teil gut durchdekliniert worden. Die können wir in eine philosophische Rahmung stellen und sagen, was da los ist. Was ich meine, was man jetzt neu dazu nehmen kann, ist, dass man darauf schaut, dass die ganzen Urteilsvorgänge, die mit dem Perspektivenwechsel verbunden sind, eine leibliche Grundlage haben. Davor habe ich gerade extra lange dazu gesprochen. Urteilen selbst hat eine leibliche Grundlage. Urteilen kann zu einer Resonanzfigur des verkörperten Selbst werden. Und meine Hoffnung ist, dass wir in der nächsten Zeit besser lernen werden, dass wir gewissermaßen diese Resonanzfiguren, die wir als Urteilsfiguren in unserer Verkörperung selbst haben, indem wir verkörpert da sind, dass wir die mit der Erkenntnisseite zusammenbringen können, wo wir zum Teil gute Beispiele durchdekliniert haben. Da, meine ich, liegt eine große Aufgabe und ich sage Ihnen, warum ich diese Aufgabe besonders interessant finde. Wenn ich momentan in den großen Tageszeitungen bei der ökologischen Frage oder in Diskussionen des Klimawandels lese, ich zitiere, wir müssen wieder persönliche Lebensgewohnheiten entwickeln, die auf die Eigendynamik der Natur rückgebunden werden können. Ist eine sehr vornehme und akademische Formulierung dafür, wir müssen Gewohnheiten entwickeln, die zu unseren Lebensgrundlagen passen. Also wir müssen persönliche Lebensgewohnheiten entwickeln, die auf die Eigendynamik der Natur rückgebunden werden können. Dann liegt meine Hoffnung da drinnen, dass wir abstrakte und schwierige und herausfordernde Urteile zusammenbringen mit dem, was wir an innerer Bewegung vollziehen, wenn wir von Geburt an lernen, die Verkörperung selbst ist eine Grundlage des Urteilens. Warum? Meine Hoffnung ist, dass unsere leibliche Präsenz gewissermaßen den Resonanzraum bildet für unser Urteilen. Wie ist das möglich? Meine These, es gibt eine innere Bewegung, die wir von Geburt an üben und die eröffnet gewissermaßen den Resonanzraum, mit dem wir dann abstrakte Urteile leiblich unterfüttern können. Keiner von uns will irgendwelche abstrakten Vorschriften kriegen. Ich sehe überhaupt nur eine Lösung, dass wir Dinge tun, die wir tun wollen und es dann auch können, wenn wir gewissermaßen eine leibliche Grundlage haben, die mitklingt. Und warum sehe ich da eine Chance? Weil der Leib Sein und Haben verbindet. Ich bin in der Welt und habe eine Welt. Und dass dort mitklingt als innere Bewegung, da sehe ich eine große Perspektive. Und darauf hoffe ich einfach. Und ich glaube, dass Waldorfschulen dort in einer gesellschaftlichen Frage, die brennend ist, einen spezifischen Beitrag leisten können. Nicht den Beitrag, aber einen spezifischen Beitrag. Und da meine ich, haben wir eine
einfach eine Perspektive, die wir nicht vorbeiziehen lassen sollten. Ja, und jetzt erzähle ich Ihnen einfach, wie jemand da ganz anders drauf gekommen ist. Ich habe jetzt gerade nur noch mal die Folie übersprungen, dass es mir noch mal darum geht, wie können aus Resonanzfiguren des verkörperten Selbst Erkenntnisfiguren des weltverbundenen Selbst werden. Und jetzt gehe ich da direkt mit dieser Frage auf Siri Hüstvedt zu. Und Siri Hüstvedt wird ja heute Nachmittag ihre erste Vorlesung halten zu der Frage, wie ist es und was heißt es, ein Mensch zu sein. Wenn ich sie heute Nachmittag vorstelle, erzähle ich Ihnen ein bisschen mehr, was sie da Aufregendes gemacht hat in den letzten Wochen. Und Siri Hüstvedt sagt, wenn ich Literatur lese, dann überlasse ich mich einer Erzählerin oder einem Erzähler in einer Art Du-Beziehung. Ich sage ja nicht, ich lese jetzt das so weiter, sondern ich überlasse mich dem Ganzen. Und es ist nicht das Ding Buch, auf das ich da schaue, sondern ich tauche in einen inneren Raum, in eine Art Du-Beziehung ein. Und in dieser Du-Beziehung weist etwas Besonderes auf ein Allgemeines. Und insofern untersucht Siri Hüstvedt am Beispiel des Lesens, wo ich echte Perspektiven für Bildung sehe, lasse dich auf etwas in einer Art Du-Beziehung ein und stelle dich neu zu dir selbst. Lass gewissermaßen den Resonanzraum deiner Erfahrung mitklingen, während du dir in neuer Weise eine Richtung gibst. Und Siri Hüstvedt unterstreicht eben, dass in guter Literatur etwas vom Allgemeinen ins Besondere, vom Besonderen ins Allgemeine weist. Und ich dabei plötzlich auch mir bemerke, wie ich nicht nur schreibe oder lese, sondern im Lesen von der Welt wie neu geschrieben werde. Das ist ein sehr spannender Punkt. Und ich möchte einfach auch noch sagen für die akademischen Zirkel, die jetzt zugeschaltet sind, in einem universitären Kontext würde es darum gehen, das Ganze durch phänomenologische Unterrichtsansätze anzugehen. Das heißt, die Erscheinungen können in Erscheinungsreihen so etwas entfalten, dass daraus die Theoriebildung oder die Ideenbildung sich in dialogischer Weise ergibt. Das heißt dann in Fachsprache, nur dass ich es gesagt habe, es geht um nicht rein reduktionistische Ansätze. Es geht auch um Lernen im sinnstiftenden Kontext. Sie sehen unten Doing Phenomenology and Contextual Studies. Das wird dann im Deutschen oft als Lernen im sinnstiftenden Kontext bezeichnet. Und es geht auch darum, wie etwas, was schon in einem Einzelbeispiel mit hoher Wirklichkeitsdichte liegt, wie das in ein Allgemeines geführt werden kann, und das heißt im Englischen in einer wunderbaren Formulierung, how to make the implicit explicit. Darum geht es immer. Das wollte ich gewissermaßen jetzt als kleinen Exkurs nur der Vollständigkeit halber genannt haben. Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen eine Entwicklung, wo ich wirklich staune, wie die in Kassel stattgefunden hat, gewissermaßen in dem Bildungsansatz, den ich gerade umrissen habe, durchschreiten. Und ich sage vorher in aller Deutlichkeit, ich stelle jetzt keine Unterrichtsstunde vor, sondern ich stelle eine aktuelle technische Entwicklung vor und versuche die allerdings in einem dialogischen Prozess so zu entfalten, dass gleichzeitig die Verbindung zu unserem persönlichen Erleben auch deutlich wird. Darum geht es mir. Es geht also nicht direkt um den Inhalt einer Schulstunde. Und wir treten jetzt hier in einen Raum ein, wie Sie ihn in irgendeiner Praxis oder in einem Büro finden können. Es ist ein schmaler Gang. Links sind Spiegel montiert worden.
und ich habe den Eingang durch einen breiten Gang zu gehen und ich habe vor allem auch die Chance, den Raum rechts, den ich gar nicht sehe, links einfach schon mal reinspickeln zu können. Ich kann schon mal mitkriegen, was da los ist. Und ich lasse da jetzt zwei Protagonisten reingehen, die nach Sam Dawkins und Kilian Singer jetzt einfach Sam und Kilian genannt werden. Sam und Kilian gehen jetzt also rein und treten näher heran und merken, wenn beide nach links schauen, können sie spickeln und sie können sogar hinten sehen, was los ist. Und sie können sich auch darüber verständigen, dass die beiden Hocker rechts genau gegenüber zwei Hocker links zufolge haben, so wie diese Spiegel sind. Die können also sagen, sie sind in einem großen Raum, in dem vier Personen auf Hockern sitzend gesehen werden könnten. Und wir nehmen jetzt in diesem Raum nur den hinteren Bereich, wo diese vier Hocker stehen. Und es wird jetzt natürlich spannend, wenn sich Sam und Kilian da draufsetzen, dann können die sich auch anschauen. Und jetzt kann ich aber als jemand, der hier ist, denen einen Vorhang vor den Spiegel hängen oder den Spiegel zerkratzen oder matt machen. Und jetzt ist die Frage, wenn die beiden nicht mehr sich sehen können und ich eintrete und ich trete dort ein, wo das Kameraauge jetzt gewissermaßen ist, ob ich noch alle vier sehe, zweimal Sam und zweimal Kilian. Und das ist in der Tat so. Auch wenn der Spiegel da verkratzt ist, wo sie sich gegenüber sind, werde ich doch hier vier Personen sitzen sehen, wie ich jetzt ja auch noch vier Hocker sehen kann. Das stört mich gar nicht. Ist also gar kein Problem. Und um diesen Raum geht es mir, den nehme ich jetzt gewissermaßen aus seinem Erfahrungskontext, wo sich Sam und Kilian gut verständigen können, heraus. Und indem ich diesen herausnehme und sage, das, was da gespiegelt gesehen wird, ist es eigentlich real oder nicht, dann bin ich schon bei einer ziemlich grundlegenden Frage. Wir sind also jetzt hier in der Situation und müssen diskutieren, ist dieser Spiegelraum, den die beiden sehen, real? Was klar ist, ist, wenn die sich da verständigen, was los ist, werden die immer sich in gleicher Weise verständigen. Sie werden also in geteilter Aufmerksamkeit merken, die Stühle, die ich da links sehe, sind auch für die anderen Stühle, die ihr oder sie sieht. Das ist so. Sie können also in diesem Sinne davon sprechen, dass das Ganze ein leiblicher und interpersonaler Raum ist und die Dinge, die Sie dort sehen, gehören zu dem Raum. Ich habe gerade nur das Vortragsthema von Thomas Fuchs zitiert. Und im Sinne von Thomas Fuchs, dass der leibliche Raum ein interpersonaler Raum ist, wo ich mich darüber verständigen kann, was hier los ist, ist das bis jetzt ohne Bruch. Und jetzt lasse ich Thomas Fuchs wieder gehen und jetzt spricht der Erziehungswissenschaftler Sommer. Damit merke ich, ich habe hier mit geteilter Aufmerksamkeit zu tun, mit denen ich das gerade erschlossen habe. Und es war nicht nur Informationsübermittlung. Ich habe gerade Ihnen gezeigt, wie kann ich in geteilter Aufmerksamkeit mir was erschließen. Und würde ich jetzt Lehrerbildung machen, würde ich Lehrkräften beibringen, dass sie überhaupt erst mal mit Schülern in diese Spiegelwelt schauen müssen und eine ganze Reihe entdecken, damit die Welt für sie eine Welt für andere wird. Sonst müssen wir uns darüber gar nicht verständigen. Und ich würde nicht direkt dann würde ich diskutieren, ob mich die Lampen im Spiegelraum auch blenden können. Und dann erst würde ich schauen, was passieren würde, wenn ich nur auf den schmalen Gang gehe, in dem ich Dinge anfassen kann. So würde ich also voranschreiten. Und jetzt gehen wir wieder aber einen Punkt weiter. Wir gehen noch weiter rein und wir setzen jetzt Kilian, den Sie hier auch sehen, und Sam auf die Stühle. Und jetzt sollen Sam und Kilian sich selbst in die Augen schauen. Und damit es einfacher ist, lasse ich nur Sam da sitzen. Und wenn jetzt Sam da sitzt, kann Sam mit sich selbst Augenkontakt haben. Und wenn ich jetzt Sam sich selbst in die Augen schauen lasse, dann brauche ich selbst nur einen ganz kleinen Bereich hier dieses Spiegels, damit er sich in die Weise. Kann ich das auch mit Kilian machen? Auch Kilian braucht nur einen ganz kleinen Bereich, um sich in die Augen zu schauen. Das heißt, ich könnte alles andere einfärben und müsste mich darum nicht mehr kümmern.
Und jetzt ist es so, dass alles, was glatt ist, spiegelt. Also jede glatte Oberfläche dieser Welt hat die Möglichkeit, Spiegelräume zu erzeugen, insbesondere auch Computerbildschirme, die man anfassen kann. Ich könnte hier also auch zwei Touchscreens einfach nehmen, die jetzt hier wunderbare Spiegel sind, und es können sich sowohl Sam als auch Kilian in die Augen schauen. Und wenn ich jetzt Sam hier nehme und Sam neben sich eine kleine Kamera hat, dann kann diese Kamera gewissermaßen Sam filmen, wie er sich in die Augen schaut. Die Kamera, die jetzt also dort steht, wo Sie den Namen Sam haben, genau an der Stelle, die würde dort scharf stellen, wo Sie die Pfeilspitze sehen. Und die Pfeilspitze, die Sie dort sehen, an dieser Stelle, die würde es filmen und damit Sam, wie er sich selbst in die Augen schaut. Und jetzt kann man natürlich sagen, mit diesem spiegelten Bildschirm wird es gefilmt und Kilian projiziert. Und dann schaut Kilian jemand in die Augen. Und das ist natürlich cool. Also wenn Sie wollen, dass in einer neuen Zoom-Konferenz Ihnen jemand in die Augen schaut, müssen wir die Kamera neben Sie stellen. Das wird auch dann so gemacht werden. Neben Ihnen steht eine kleine Kamera. Ihr Bildschirm wird als Spiegelraum der Möglichkeitserzeuger für Augenkontakt mit sich selbst, und das filmt man und projiziert es jemand anderem dazu. Das ist eine ziemlich coole Idee. Und ich werde jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, einen Teil jetzt Ihnen nur wie umreißen, und die Folien werden wie ein sehr zügiger Film an Ihnen vorbeiziehen, damit ich dann auf meine Schlussthese gut kommen kann. Und wir gehen jetzt also hier, schauen wir uns nochmal an, was los ist. Und in dem Moment, wo ich filme, wird diese ganze Wand undurchsichtig. Um die muss ich mich gar nicht mehr kümmern. Ich brauche bloß diese beiden spiegelnden Bildschirme. Was da los ist, anthropologisch, das überlasse ich jetzt Thomas Fuchs morgen. Ich habe Ihnen auch gerade schon geschildert, dass man da ankommt und gewissermaßen seine ganzen Vorerfahrungen, die man hat, benutzt, um den Raum zu erschließen. Ich muss leibhaftige Erfahrungen haben. Und in dem Moment, wo ich projiziere, in diesem Moment, lasse ich gewissermaßen die ersten leiblichen, unmittelbaren Erfahrungen weg und bin in einer objektivierenden Perspektive angekommen. Und die kann ich jetzt technisch gut handhaben. Und ich gehe jetzt noch schnell einen Schritt weiter. Und jetzt sind wir dabei, dass Kilian und Sam echt gute Programmierer sind. Und was die jetzt machen, ist, dass wenn Sam hier gefilmt wird, wird er in den digitalen Raum entlassen. Damit meine ich jetzt, dass man einfach sein Bild noch ein bisschen glätten kann, es irgendwohin übertragen kann. Und dann wird es auf den Bildschirm projiziert. Und Kilian mit seinen ganzen Sehgewohnheiten, die er seit frühester Kindheit hat, dass er etwas jetzt auch im Spiegel sehen kann, wird Sam hinter dieser Wand sehen. Es wird also so sein, dass Sam und Kilian jetzt hier sitzen könnten. Ich kann auch Kilian filmen. Und Sie sehen, hinten sitzt Sam und kriegt Kilians projiziertes Bild. Und vorne sitzt Kilian und kriegt Sams projiziertes Bild. Und die sehen sich in die Augen und sehen sich deutlich hinter dem Bildschirm. Ich muss nicht mehr auf den Bildschirm schauen. Ich schaue gewissermaßen durch den Bildschirm durch in einen Spiegelraum, wo ich den Ganzen in die Augen schauen kann. Ja, und jetzt kann ich außerdem noch die Touchscreen so machen, dass man auch die Fenster gleichzeitig teilen kann. Und gewissermaßen jeder kann die mit seinem Finger hin und her schieben. Und indem das jeder macht, dass er hin und her schiebt, ist die Situation da, dass man gemeinsam auf einen Screen, auf einen Bildschirm zeigen kann. Und damit kann ich die irgendwie auch um die Welt schicken. Sam nach Australien, Kilian nach USA. Und sie können sich so unterhalten, wie ich es jetzt gerade an diesen beiden Stühlen gezeigt habe. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter und zeige Ihnen das, wie die das in einem Film mal festgehalten haben.
Und ich bin auch Kilian Singer sehr dankbar dafür, dass er mir diesen Film zur Verfügung gestellt hat. Und halte damit jetzt meinen Mund. Sie werden als erstes Sam sehen und Kilian nur von hinten, wie er gefilmt wird. Hallo Sam. Hallo Kilian. Ja, wir haben leider ein Problem. Wir haben einfach zu viel Rauschen von Verstärker. Lass uns einfach den Schaltplan anschauen. Ja, was sollen wir machen? Du musst einen Kondensator über den Widerstand machen. Nee, den anderen, den hier. Hier brauchen wir genau diesen Kondensator. Und damit soll es funktionieren. Cool, oder? Ich gehe noch mal einmal zurück und werde es gleich, vielleicht noch mit etwas mehr Ton, noch einmal abspielen, dass Sie jetzt, haben Sie den ersten Eindruck gehabt, dass Sie sich noch mal klar machen können. Also der Sam wird gefilmt über seinen Bildschirm und es wird Kilian nur reinprojiziert. Und Kilian sieht ihn natürlich hinterm Bildschirm, als ob er da steht. Und Kilian wird auch mitkriegen, wenn Sam jetzt die Dinge auf dem Bildschirm anschaut. Moment. Hallo Sam. Hallo Kilian. Ja, wir haben leider ein Problem. Wir haben einfach zu viel Rauschen von Verstärker. Lass uns einfach den Schaltplan anschauen. Ja, was sollen wir machen? Du musst einen Kondensator über den Widerstand machen. Nee, den anderen, den hier. Hier brauchen wir genau diesen Kondensator. Und damit soll es funktionieren. Da stehen wir also in der nächsten Generation von Videokonferenzen. Und ich möchte jetzt gewissermaßen ein Loblied auf Sam und Kilian singen, indem ich ein bisschen vom Menschsein her beschreibe, was sie machen. Man kann den Kolleginnen und Kollegen in die Augen blicken, da ist der große Vorteil, und man kann sehen, wenn sie auf dem Fenster etwas anblicken. Und man kann außerdem auf dem Bildschirm die Sachen hin und her schieben. Was sie damit machen, ist, dass man in einen Spiegelraum sieht, das Sehen wird in einen Raum geführt und das Bewegen und Zeigen wird in einer Ebene gemacht. Und damit erzeugen sie gewissermaßen einen menschlichen Aktionsradius, der in den Raum schaut. Man sieht auch, wenn Dinge angeschaut werden und wenn in der Ebene bewegt wird. Und es wird noch so gemacht, dass wenn ich in den Raum schaue, geht es um die Person. Sehen im Spiegelraum, da geht es um die Person. Und wenn ich bewege und zeige, geht es um die Sache. So ist es gemacht. Aber Sie merken, das ist ein sehr anderes Sehen als das, was Frau de Flor Johansen gelernt hat. Was wir dort haben, ist ein Sehen bei Frau de Flor Johansen, wo sie ganz schrittweise sehen muss, wie die Welt für sie auch eine Welt für andere ist. Bei Kilian und Sam, die benutzen gewissermaßen, dass sie von Anfang an gleiche Seherfahrungen haben, dass sie in gleicher Weise in den Spiegel schauen können, dass sie Dinge sich verständigen können. Und all das nutzen sie, wenn sie eine Erfindung jetzt weitermachen. Wenn ich also anschaue, was sie gemacht haben, Ihr Sehen ist eine Erfahrungsgeschichte im Jetzt. Darauf können Sie vertrauen. Sie haben sich verständigt drüber, was im Bildschirm, was im Spiegelraum los ist. Und dann haben Sie eine geniale Idee, die Sie einbetten können. Und was man sich jetzt klar machen muss, in Zeiten von Corona, wo wir viel mit Videokonferenzen gearbeitet haben, dann sieht es an diesem Beispiel sehr deutlich, haben wir gewissermaßen immer wieder von dem Erfahrungsreichtum profitiert, den wir vorher mit anderen gemacht haben. Und dann konnten wir uns gegenständlich verständigen, um was es geht. Und in der nächsten Generation von Videokonferenzen sehen wir, die sind richtig super optimiert für eine gegenständliche Verständigung, wenn wir gemeinsame Vorerfahrungen haben. Wenn wir aber gemeinsame Vorerfahrungen nicht haben, wird es viel schwieriger. Wir haben hier den klassischen Lernprozess hier, gemeinsame Erfahrung im Jetzt, in der ersten Person Perspektive, das gibt es,
Perspektivenwechsel und Perspektivenübernahme, indem sie sich über den Spiegelraum verständigen können und dann eine geniale Idee haben, wie man jetzt hier etwas weitermachen kann. Wenn ich das jetzt allerdings von der technischen Anwendung rückbinde auf unser verkörpertes Dasein, dann steht am Anfang ein Mitsein mit der Welt. Was ist im Spiegel los? Und da dürfen wir jetzt echt darauf hoffen, dass nach Corona wir viel, viel Zeit haben, wo wir in gemeinsamen Erfahrungen ein Mitsein mit der Welt erleben können und dann mitkriegen, wie die Welt für mich auch eine Welt für andere ist. Und in unserer ganzen leiblichen Auffassung schwingt ja immer mit, wie die Welt für mich auch eine Welt für andere ist. Und auf der Grundlage kann ich schauen, welche Ideen sind in der Welt hier anwesend, welche Möglichkeiten gibt es hier. Und noch anders rückgebunden auf das, was schenkt uns die unmittelbare leibliche Präsenz. Wir können in eine Dynamik reingehen, das habe ich vorhin mit Ihnen gemacht, indem ich in dem Spiegelraum entlang gewandert bin. Wir können dann mitkriegen in der leiblichen Dynamik, das gibt es auch für andere. Das verkörperte Bewusstsein stellt sich ein, die Welt für mich ist auch eine Welt für andere und so in eine Erkenntnisdynamik einsteigen. Ich habe gestern in der HNA, hier in der Zeitung, ein schönes neues Wort dafür gelernt. Das wurde benutzt für die Plastiken, die hier im Friedrichianum jetzt gerade wieder leibhaftig gesehen werden dürfen. Es ermöglicht uns das, die Allansichtigkeit. Indem wir leiblich präsent sind und mit anderen einsteigen, schwingt in unserem Erleben eine Allansichtigkeit der Welt mit, da zitiere ich mal Christian von Busse, und damit merke ich plötzlich, es gibt geteilte Aufmerksamkeit und kriege auch mit, dass in dieser geteilten Aufmerksamkeit mich zwar meine Identität begrenzt, wie sie das tut, aber ich mich mit anderem an Neuem finden kann. Ich kriege mit, dass wenn ich mich auf diese leibliche Dynamik mit einlasse, dass ich dann, indem ich mich darauf einlasse, in der Unmittelbarkeit erlebe, das ist auch eine Welt für andere und da können wir alle weltverbunden gemeinsam sein. Es ist gewissermaßen, wenn das gelingt, eine Bildung gegen Fake News. Die Welt für mich ist auch eine Welt für andere. Um die Prozesse geht es. Es ist auch etwas, was wie eine Antwort ist, wenn uns der Blick besonders fokussiert ist auf Identitäten, die uns einschränkt, dass wir das weiten können und merken, wir haben eine Erfahrung mit anderen. Was ist also meine Antwort auf die Frage, wie können Resonanzfiguren des verkörperten Selbst zu Erkenntnisfiguren des weltverbundenen Selbst werden? Ich habe Ihnen geschildert, wie die leibliche Dynamik, in der wir von Geburt an stehen, substanziell ist dafür, dass wir dialogisch uns zur Welt stellen können, dass wir in der Erfahrung, die wir sind, eine Welt erfahren, die wir auch haben. Dass wir in der Erfahrung, die wir auch sind, eine Welt erfahren, die wir auch haben. Und dass, wenn wir mit dieser leiblichen Dynamik arbeiten in unseren Erkenntnisfiguren, mag uns deutlich werden, wie wir mit der Welt verwoben sind. Meine große Hoffnung ist, jetzt spreche ich eine erziehungswissenschaftliche Sprache, dass wir da drinnen einen Habitus, eine Gewohnheit entwickeln im Urteilen, dass wir einen Urteilshabitus ausbilden, der Welt verbunden bleibt. Ich meine eben, dass in dem, was ich als Perspektivenübernahme geschildert habe, eine gute Möglichkeit liegt, gewissermaßen mit einer leiblichen Dynamik das ganze weltverbunden zusammenzubringen. Und jetzt würde ich gerne zum Schluss damit Hartmut Rosa etwas in seiner Sprache in den Mund legen, um was es mir geht. Mir geht es darum, dass in Oberstufenunterricht oder in Unterricht, wo die Erkenntnis in besonderem Maße im Vordergrund steht, gewissermaßen für die Lernenden ein Grundton ihrer leiblich-körperlichen Existenz erklingt, während die Melodie ihrer Erkenntnis spielt. Um diese Resonanzfigur geht es mir,
ein Grundton der leiblich-körperlichen Existenz erklingt. Von erster Sekunde meines Lebens an lerne ich in Dynamiken urteilen als verkörperte Erkenntnis, dass dieser Grundton der leiblich-körperlichen Existenz erklingt, während die Melodie des Lebens spielt und dann insbesondere die Melodie der Erkenntnis spielt. Darum geht es mir und ich möchte gerne mit diesem Statement meinen Vortrag beenden und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ich würde jetzt einfach gerne kurz in die Runde schauen. Und wer möchte gerne eine Frage stellen? Ja, da hinten. Wenn Sie einfach nach vorne kommen, bitte. Wenn Sie jetzt einfach nach vorne kommen, hier, damit die anderen Sie auch sehen. Ich gehe an die Ecke. Sie können dann, wenn Sie hier hochgehen, die Maske abnehmen und sagen Sie kurz Ihren Namen und woher Sie kommen. Mein Name ist Paula Kohl, ich komme aus Tübingen. Meine Frage ist, sind Sie der Meinung, dass sozusagen das Sehen, was wir als Nicht-Blinde merken und diese starke Dominanz unserer visuellen Wahrnehmung, ob das sozusagen der Grund ist für viel vorschnelles Urteilen heutzutage? Mein Eindruck ist, dass für uns der Sehsinn ein sehr dominanter Sinn ist. Das habe ich als Eindruck. Und wenn ich jetzt den Sehsinn charakterisiere, wie wir in die Welt schauen, dann ist dieser Sehsinn für mich, weil ich die Welt gegenständlich auffasse, sehr erkenntnisdurchdrängt. Es ist gewissermaßen wie immer erkenntnisgleich mit drinnen, fasse ich doch die Welt als etwas auf. Und dass ich die Welt als etwas auffasse, in philosophischer Sprache intentional auffasse, das ist besonders prägnant im Sehsinn. Es ist ein ganz stark erkenntnisgeleiteter Sinn. Und insofern glaube ich, dass wir als moderne Menschen, die durch die Zeit der Aufklärung gegangen sind und das hohe Lied der Vernunft singen gelernt haben, dass wir mit diesem ganzen Vorwissen gewissermaßen im Sehsinn sehr erkenntnisstark immer schon wie anwesend sind. Dass gewissermaßen im Sehen selbst schon immer sehr stark Erkenntnis mitklingt. Und dann kommt das Ganze in einem Habitus, in einer Gewohnheit, die im modernen Leben ist, wie sie ist. Und da muss es manchmal auch ein bisschen schnell gehen und punktgenau gehen. Und dann bin ich auch mal schnell in einem Vorurteil oder in einem sehr schnellen Urteil oder Ähnlichem. Um also Ihre Frage zugespitzt zu beantworten, ich glaube, der Sehsinn ist stark erkenntnisdurchdrängt. Wir sind Kinder der Aufklärung und damit haben wir in dieser zeigenden Bewegung, die im Sehen selbst liegt, auch ganz stark eine bezeichnende Bewegung. Und die kann gelingen oder misslingen. Und wir brauchen gewissermaßen Erfahrungsräume einer Frau de Florio des Hansen, die uns schildert, ihr dürft dabei auch zuhören, man kann den Gang nicht nur sehen, sondern auch hören. Die nächste Frage, ja, wenn ich Sie bitten dürfte, nach vorne zu kommen. Mein Name ist Noel, ich komme aus Göttingen. Meine Frage ist, im Morgenspruch in der Waldorfschule heißt es ja, ich schaue in die Welt. Und kann man, wie Sie gesagt haben, wenn man die Welt ja auch in sich trägt, auch, also wäre es nicht genauso wichtig, auch in sich selber zu schauen? Und kann man die gleiche Welt, die man ansonsten draußen sehen würde,
auch in sich selber sehen, wo man diese Welt auch in sich trägt, auch in dem Fall, dass man blind ist sozusagen. Man nimmt sie ja trotzdem auch wahr. Ja. Weil jetzt sehr viele zugeschaltet sind, der Morgenspruch an Waldorfschulen heißt, ich schaue in die Welt und dann wird ein Naturbild geschrieben, in der die Sonne leuchtet und dann wird das Naturbild weiter ausgebaut. Ich lasse es jetzt einfach, ich schaue in die Welt, in der die Sonne leuchtet, damit ich mich auf etwas Konkretes beziehen kann. Und ich würde gerne auf Ihre Frage so antworten, dass ich zugleich so ein bisschen wie Anwalt von Siri Hüstwedt bin. Oder anders gesprochen, dass ich ein bisschen auch Ihre Ideen wie mitklaue jetzt schon. Siri Hüstwedt wird heute Nachmittag Sie wahrscheinlich sehr charmant anlächeln und würde dabei sagen schon, dass Sie von Anfang an davon ausgehen, dass Sie hier sind und die Welt dort, ist eine sehr mutige Annahme. Weil Sie dabei ausblenden, das, was ich jetzt die ganze Zeit auch geschildert habe, die Vorerfahrungen. Trotzdem gibt es diese ganzen vielen Vorerfahrungen, die wie mitklingen, indem ich mich als Subjekt fasse. Und es wäre sehr tragisch, wenn ich jetzt hier stünde und mich nicht als Subjekt erleben würde, sondern als die Welt. Also das wäre eine ganz unschöne Situation. Ich hole deswegen ein bisschen aus, weil ich Ihnen gerade deutlich machen will, wir sind als Ich und Welt verschränkt. Wir sind, die Engländer sagen immer entangled oder intertwined, und damit ist in diesem gegenseitigen Bedingtsein eine Situation drinnen, dass es etwas Gemeinsames gibt, an dem ich doch zu mir komme. Und jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kann ich mich nämlich wie entscheiden. Ich kann mich nämlich entscheiden, indem ich in der Begegnung mit anderem gleichzeitig bei mir selbst ankomme, dass ich entscheide, das andere ist nur das andere und ich bin nur ich. Das war der Punkt im Vortrag, wo ich diese Klammer habe aufgehen lassen und gewissermaßen Rosa zitiert habe, der gesagt hat, Subjekt und Objekt gehen aus einer wechselseitigen Bezogenheit hervor. Das ist quasi dieser Punkt. Ich kann mich aber auch entscheiden und ich glaube, da sind wir wirklich frei. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Positionen, dass ich sage, nein, der Punkt, von dem ich ausgehe, ist meine Erfahrung. Und meine Erfahrung ist gekennzeichnet durch wechselseitige Bezogenheit. Das heißt, ich in mir, und jetzt beneide ich die Übersetzer nicht, weil ich ein typisch deutsches Wort nehmen werde, ich in mir kann besonders welthaltig werden. Ich kann wie die Welt sein in mir, weil ich mich auf Dinge einlasse und meine so, und damit kann ich mein Denken auch so führen, dass es stark dialogisch mit der Welt ist. Ich kann aber auch sagen, ich bin gegenüber und ich konstruiere die Welt so, dass ich Passungsverhältnisse befrage und mehr nicht. Und zum Beispiel der große Vorteil von mathematischen Formulierungen in der Physik ist, dass Sie zunächst einmal nur Passungsverhältnisse befragen müssen und andere Fragen offen lassen können. Aber ich meine, das ist jetzt Wilfried Sommer persönliche Meinung, seine Entscheidung, dass wir uns auch eine essentielle, das heißt wesentliche Position im Erkenntnisprozess zusprechen dürfen. Ich persönlich mache das. Ich selber mache heute noch Wissenschaft, weil ich meine, dass man zu etwas Gehaltvollem kommen kann, wenn man sich dialogisch auf die Welt einlässt. Und dass es etwas gibt, was mehr oder weniger gehaltvoll ist. Und wenn ich mich auf die Bezogenheit der Welt in möglichst adäquaten Urteilsfiguren einlasse, wird auch meine Erkenntnis gehaltvoller. Oder um es mit Malte Brinkmann zu formulieren, ich hoffe, dass die innere Bewegung, die in meinem Urteilen liegt, so kohärent ist, so zusammenklingend ist mit meiner Erkenntnis, dass daraus etwas entsteht, was mich tragend und nachhaltig mit der Welt verbindet. Und ich weiß nicht, ob wir zu nachhaltigen Erkenntnissen kommen können, ohne in philosophischer Sprache essentiellen Anspruch. Ich für mich habe entschieden, einen essentiellen Anspruch zu haben und damit die Hoffnung zu verbinden, nachhaltige Erkenntnisse haben zu können. Weitere Fragen?
Ja, kommen Sie nach vorne, einfach. Hallo, ich bin Liz Meyer, ehemalige aus Saarbrücken. Sie haben gesagt, dass der Leib im Gesicht einen unverstellten Ausdruck hat. Aber in Videokonferenzen ist es ja oft so, dass wir uns permanent selbst sehen und so auch dazu angehalten sind, unseren Gesichtsausdruck zu kontrollieren. Wie verändert sich dadurch dann die Resonanz im Gegenüber und die Reaktion, die wir kriegen? In der Antwort dieser Frage nehme ich auf ein Gespräch Bezug, was ich mit meinem Kollegen Joost Schieren vor einigen Tagen geführt habe und der jetzt auch online zugeschaltet ist und auch im Graduiertenkolleg Waldorfpädagogik hier die begleitenden Seminare macht. Ich bediene mich also gewissermaßen jetzt gerade auch seiner Gedanken, das möchte ich vorher sagen. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir im Sehen eben erst einmal unverstellt sind, direkt. Und ganz streng genommen sind wir das ja nur solange wir uns als Kind noch nicht im Spiegel selbst erkennen können. In dem Moment, wo ich mich im Spiegel selbst erkennen kann, kann ich ja anfangen, Grimassen zu ziehen. Da kann ich auch Grimassen üben. Oder ich kann auch, wenn ich mal die Unwahrheit sagen will, im Spiegel kurz vorher üben, wie ich das in möglichst guten Pokerface rüberbringe. Alles das kann man ja machen. Das heißt, mit dem Spiegel kommt ja der Blick von außen gewissermaßen in meinen Handlungsspielraum rein und kann trainiert werden. Und das heißt, ich verliere durch den Spiegel das Unverstelltsein. Und soviel ich weiß, wird Thomas Fuchs auf dieses Motiv morgen im Einzelnen genau eingehen. Jetzt, was ist in der Videokonferenz los? In der Videokonferenz sagt mir in der Hochschule haben sie meistens Zoom, sagt mir also ein gelb umrahmtes Fenster die ganze Zeit, Wilfried Sommer, du siehst so und so aus. Und ich passe das sogar so an und ich achte sogar darauf, dass Dinge nicht neben mir sind, die andere nicht sehen sollen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit in dieser Konferenz präsent mit einer dritten Personperspektive auf mich. Nun heißt Erwachsensein, dass man sich von außen sehen lernt und dass man auch die Außenperspektive mit in sich integrieren kann. Insofern ist es erstmal auch etwas, was nur zum Aufwachsen dazu gehört. Und Sie alle wissen auch ungefähr, wie Sie so wirken und was die dritte Personperspektive auf Sie ist. Also, die Videokonferenz bringt etwas mehr ins Bewusstsein, was zum Erwachsensein oder was zum selbstreflexiven Dasein dazugehört. Und ich glaube aber dadurch, dass ich immer wieder drauf schauen musste, jetzt wie ich so bin und die anderen genau in der gleichen Situation, habe ich eben nicht das, was sonst das Leben so spannend macht. Nämlich, dass wenn was Besonderes passiert, ich plötzlich in meiner Präsenz mitkriege, was alles da noch an anderem Erleben da ist. Und das ist wie ein ganz subtiler Ton, der da ist. Und dieser subtile Ton ist nicht da, sondern es ist nur da, dass jeder weiß, ich wirke gerade so. Deswegen sind meiner Erfahrung nach weniger menschliche Sauereien in Videokonferenzen passiert. Also, dass jemand mal total ausrastet in der Videokonferenz, habe ich im letzten halben Jahr einfach nicht erlebt. Auch in Situationen, wo es live mal hätte so sein können. Ich würde nicht sagen, dass es hätte so sein müssen, aber es hätte so sein können. Ich habe es einfach nie erlebt. Diese Selbstreflexive hat wie einen leicht kontrollierenden Zublick auf einen. Aber es hat eben auch nicht diese Unmittelbarkeit des Selbstvergessenen. Und Joost Schieren hat einfach gesagt, dass Selbstvergessenheit im Lernen ist einfach ein Geschenk. Und ich würde da genau mitgehen, wenn ich in unmittelbarem Erleben auf was mich einlassen darf im Unterricht, das ist ein echtes Geschenk. Und wir brauchen jetzt durch diese Erfahrung in Corona eine Situation, dass wir selbstvergessen uns wieder auf Weltbegegnungen einlassen dürfen. Und mit selbstvergessen meine ich überhaupt nicht naiv, sondern ich meine empathisch, ohne dass ich mich um mich kümmern muss gerade.
Gibt es eine weitere Frage? Ja, dann kommen Sie nach vorne. Ja, mein Name ist Sven-Erik Feger, ich bin vom Bodensee aus Überlingen an der Waldorfschule. Und meine Frage wäre, ich habe vor kurzem an einer Konferenz teilnehmen dürfen, wo es darum ging, ob diese Anwesenheit, ich meine, Sie hatten jetzt gerade in der Antwort dieses Reflektieren, dass man sich auch direkt kontrollieren kann und so, das hat ja auch sehr viel mit Anwesenheit zu tun, wenn ich als Redner mir selber beim Sprechen zuhöre und gleichzeitig dann aber auch der Zuhörende oder die Zuhörende, wie die Sätze des Sprechenden auch vervollständigen kann, also dieses duale, dialogische Interagieren. Und da wäre meine Frage, wir hatten diesen Spiegelraum, ist es möglich, dieses dialogische Erleben tatsächlich in diesem Spiegelraum zu erzeugen? Also kann diese Anwesenheit des Sprechenden und Zuhörenden in diesem Spiegelraum, in dem Fall digital, also dieses sich Treffen im Irgendwo stattfinden? Also ja, genau. Ich möchte mich da in der Antwort auf ein anderes Gespräch kurz beziehen, und zwar einen Dialog, den ich mit Beth Wiseburn geführt habe. Sie organisiert, wie jetzt vor allem an der Ostküste der USA, ganze Schulklassen zugeschaltet sind und auch ganze Lehrerkollegien mit dabei sind. Und in einem der Gespräche in der Vorbereitung hat sie gesagt, sie sprach von einem Space of Thought, also einem Gedankenraum, und sie sagt, es gibt immer wieder in Zoom-Konferenzen den Moment, dass man in einem meisten gemeinsamen Gedankenraum ist. Und ich hatte viel Lehrerbildung in China jetzt per Zoom auf Englisch und würde auch sagen, ich habe mindestens einmal am Tag so etwas erlebt, dass ich mich im Moment wie in einem Gedankenraum gefühlt habe und trotzdem aber fremd gefühlt habe, ganz klar. Und also dieses, glaube ich, da gibt es etwas, was mir noch gar nicht voll klar ist weiter. Und jetzt gibt es etwas anderes. Und da werde ich jetzt die Erfindung von Kilian Singer und Sam Dawkins ein bisschen anthropologisch charakterisieren, und verstehen Sie das bitte nicht als kritisieren. Ich bin jetzt einfach jemand, der mal anthropologisch kurz was durchargumentiert. Und was ist anthropologisch los bei dem, was Kilian und Sam gemacht haben? Sie sagen, ich kann den Kopf heben und sehe ungefähr 2 Meter vor mir jemanden, der mich anschaut. Und ich kann ungefähr 1 Meter vor mir mit dem Finger auf was zeigen und damit argumentieren. Damit habe ich meinen Leib, der ich bin, gewissermaßen erweitert in eine Zwischenleiblichkeit mit anderen, das ist der Ausdruck, den Thomas Fuchs morgen ausführen wird, und bis zu dem Körper des anderen. Und der ist so, dass mein Sehen körperlich auf 2 Meter Distanz konditioniert wird und mein Bewegen auf 1 Meter Distanz. Ich bin gewissermaßen in einem, als leibliches Wesen, Leib, der ich bin, in einem Körper, den ich habe jetzt drinnen, der bei 1 Meter eine Wand hat und da zeigen kann und bei 2 Meter jemanden sieht. Es ist also so rumgesprochen, mein Erfahrungsreichtum sehr eingeschränkt. Er ist viel besser, aber immer noch eingeschränkt. Ich sehe und kriege nicht so mit, was ich so alles mache. Und Sie werden jetzt wahrscheinlich immer mal wieder mitgekriegt haben, wie der Sommer heute so drauf ist, allein ob der gerade mal so macht oder nicht. Und wie der sich im Ganzen so gibt. Und das, glaube ich, geht nicht. Ich glaube, dass wir viel besser sind. Ich halte die Erfindung genial für den Moment, wie er es auch bezeichnet. Ich arbeite mit jemandem zusammen und habe schon ein gut abgegrenztes Vorwissen. Dann sehe ich, wie stellt er sich dazu? Und jedes Mal, wenn der bei der Sache ist und nicht bei mir, schaut er auf den Bildschirm. Jedes Mal, wenn er bei mir ist, schaut er mich an. Damit habe ich gewissermaßen, jetzt spreche ich abstrakt, 2 Modi, 2 Arten des Daseins,
auf die das Ganze hinoptimiert ist. Hier zeigen, dort sehen. Wenn es um die Person geht, sehen, dort zeigen. Und damit ist es deutlich reduziert. Ich erwarte deswegen nicht, dass man die Fülle der Erfahrung kriegt. Ich erwarte aber, dass man eine viel bessere Erfahrung kriegt. Und vor allem, wenn der andere mir so halbdurchlässig gezeigt wird und ich mich selbst vergessen darf, erwarte ich eine höhere Unmittelbarkeit. Aber ich würde ohne gemeinsame Vorerfahrung und ohne Fokussierung auf die Fragestellung dann als Sam doch lieber Kilian besuchen. Gibt es weitere Fragen? Wenn ich hier auf meine Uhr schaue, wäre noch eine möglich. Die es aber nicht geben muss. Und von daher wird es jetzt so sein, dass ich mich bei den zugeschalteten Schulklassen, bei den zugeschalteten akademischen Netzwerken, bei den Kolleginnen und Kollegen, bei den Gästen hier im Online-Format ganz herzlich verabschieden möchte. Und ich werde jetzt hier gleich aus dem Bild rausgehen und dann wird es ein Moment sein, bis die Regie alles so eingestellt hat. Und dann wird mein Kollege Stefan Ziegler hier nach vorne kommen und für die Menschen, die in der Dokumentarhalle sind, noch einige Ansagen machen. Vielen Dank. Applaus